Gut, da sind wir wieder. Der Tag ist an sich vorbei, aber wir müssen noch Rätsel lösen. Zumindest mal das Tagesrätsel. Ja, ich glaube, die kann man immer lösen am selben Tag. Da müssen wir uns die Karte halt jetzt nochmal angucken. Ich glaube, an sich sind wir da schon richtig vorgegangen. Oder ich zumindest. Fünf Meilen südlich von nicht ganz dem höchsten. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass damit ein Berg gemeint ist, weil das ist auch das Einzige, wo irgendeine Höhe angegeben ist. 5 Meilen drunter. Aber nicht ganz der höchste. Also das muss der zweithöchste sein. So wie wir auch dachten. Weil wie soll man sonst zur Hölle darauf kommen, welcher der Berge das ist? Kann man das irgendwo hier an Rand vielleicht am besten? Der ist niedriger. 500, nee. 600, nee. 600, 800. 800. Ich finde halt irgendwie, dann war das nicht jetzt bald niedrigste. Dann müssen wir noch einen höheren finden. Oder ich verstehe das Rätsel nicht. Das kann natürlich passieren, dass ich zu doof bin. 5 Meilen südlich. Ist halt nirgends so. Der ist 800, aber das ist auch niedriger. Der auch. Bauchel ist doch der höchste, oder? Oh mein Gott. Das ist auch einer. Ja, dann ist das der höchste, würde ich sagen. Oh, ich weiß nicht, das habe ich nicht gesehen, weil die Schrift so groß ist. Okay, jetzt versuche ich wieder irgendeine Ausrede zu finden, dass ich so lange dafür gebraucht habe, den Berg zu finden. Na, egal. 5 Meilen südlich. Dann eben nicht von Great Gable, sondern von Orphel. Wenn das der höchste ist. Ist egal, wir probieren es einfach, sonst gießen wir ein paar Pflanzen. 5 Meilen südlich. Eins, zwei, drei, vier. Oh, es hat geklappt, zum Glück. Oh, nee, oder? Das ist doch auch hier das, was in dem Buch war von dem Ding hier. Das war doch das Red Ebony Ding, oder? Das ist auch kein Wunder, dass wir es vorhin nicht gefunden haben. Rote Ebony. Natürlich, das ist doch das Ding, was hier rauskommt. Eine große blaue Blume mit seltsam überstehenden, blattähnlichen Pflanzenteilen. Das ist es doch safe. Blau ist sie auch. Groß, ja. Okay, und wie geht das jetzt? Mache ich das hier drauf und das da rein? Ja! Es hat geklappt. Grab des Jägers. Okay. Wo ist die Gießkanne? Ich muss das angucken. Los, schneller. Zwei links von Jack Strake. Das Denkmal trägt den Namen Swipe Friar. Es weckt eine Erinnerung. Er war einer der Dreier. Dreier führten ein einsames Leben, abhängig von einer gefährlichen Sucht.
Sie entwickeln in ihrer Kindheit eine Toleranz gegenüber Drantiumsaft und können so von seinen mächtigen Effekten profitieren. Doch wenn sie ihn nicht regelmäßig konsumieren, sterben sie. Eine ungewöhnliche Pflanze wächst hier und dort um das Denkmal herum. 12 Friar, 1786 bis 1832. Okay. Gut, das machen wir nicht. Das, ja. Kann man hier noch was machen? Ist geheim oder verborgen? Hm. Ah, hier ist noch was. Gewächs. Ältestensporn. Ach ja, da ist ja noch mehr. Dann gießen wir noch ein bisschen. Wo ist die Gießkanne? Da können wir noch ein paar Pflanzen mit abgreifen dann. Ich weiß halt nicht genau, wie das designt ist. Also was zum Beispiel, wenn ich ein Rätsel noch nicht gelöst habe, eine Pflanze noch nicht gefunden habe, was die machen, dann kann ich das immer dann zu dem Zeitpunkt machen. Aber bisher hat es ja eigentlich immer ganz gut geklappt, außer jetzt mit dem Red Avenue, da war ich ein bisschen verwirrt, aber das war dann halt die, die man morgens bei dem Rätsel bekommen hat. So, von White Seer Cave, eins runter, zwei links. Wer auch immer das auf meine Karte geschrieben hat, war sehr hilfreich. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf der Suche nach Pflanzen zu diesem heruntergekommenen Ort gehen würde, doch bereits eine kurze Suche belohnt mich mit vielversprechenden Funden. So, und jetzt... haben wir noch hier diese Eiche. Das ist das Letzte. Gut, dann machen wir das noch. Weiter Pflanzen gießen. Ja, ja. Los, gib. Gib, gib. Ich weiß nicht, also man kann hier so oft gießen, wie man will, oder? Oder soll ich darauf achten, verschiedene zu gießen? Nee, ne? Macht keinen Unterschied, oder? Die große Eiche. Zwei rechts von Black Pum. Ein riesiger... Ey! Das hat nicht funktioniert. Ein riesiger Baum steht vor mir, unfassbar hoch und breit. Größer, als ich mir jemals ein lebendiges Wesen vorgestellt hätte. Seine Ohren, Äste ragen in den Himmel. Ja, und jetzt? Wo ist es hin? Wieso ist es weg? Wo ist mein Glas? Irgendwas nicht richtig gesehen? War doch richtig. Warum ist das Bild dann da oben? Ach, das nochmal probieren, aber das wird's nicht retten, oder? Ja, dann keine Ahnung. Dann beenden wir einfach den Tag mal. Lovick bis Ilgilhead, Foxfield bis Crinkle Cracks. Zuerst fühlte sie sich frei, doch es dauerte nicht lange und die grausame Realität ihrer Situation brach über sie herein. Sie stahl Nahrung, wenn sie hungrig war, und schlief in notdürftigen Unterkünften, immer mit der Ungewissheit, wohin sie gehen sollte. Alles war egal. Irgendwann verschlug es sie nach Grisdale Forest. Oh Mann, Tag 8, Freitag. Das ist keine schöne Geschichte von der. Ah. Oh, dann schauen wir uns das mal an. Wrinkle Cracks sind hier. Foxfield. Weiß ich nicht. Wo ist Foxfield? Hier ist Lovick.
Das Ilgil-Head. Ilgil-Head. Oder Fox. Jetzt suchen wir. Machen wir es mal größer. Hier ist nicht. Ambassade. Eckborough. Lovick. Crinklecrack. Hier ist Ilgilhead. Crinklecrack, Ilgilhead, Lovick, Foxfield. Von Lovick bis Ilgilhead, Foxfield bis Crinklecrack. Das heißt, es muss irgendwo wahrscheinlich dann eine Überschneidung sein. Geht aber halt nicht komplett gerade rüber. Schon ein bisschen blöd. Hier vielleicht. Nee. Nun, war aber schon richtig, oder? Also die Verbindung. Ja. Wenn ich darüber gehe, dann komme ich bei Beckford raus. Lovick bis Ilgilhead. Crinklecrack. Das Foxfield. Mann, schwierig. Oh Mann, ich werde langsam zu blöd für die Rätsel. Oh nee, nicht der schon wieder. Unser Angebot zu ignorieren war ein Fehler, Pflanzenkundler. Der Danger wurde erweckt. Uns steht die Erlösung kurz bevor und wenn sie eintrifft, wirst du nicht verschont werden. Okay. Tschüss. Oh Mann, der hat uns ins Verderben gebracht. Oh nein, ich die schon wieder. Was ist das für ein Tag? Kein guter Freitag. Mein Geist ist vernebelt, dunkel. Ich sehe es und es sieht mich. Alles von mir. Ältestensporn ist die Antwort darauf. Es muss die Antwort sein. Ach. Oh, Leute. Major Corydalis. Die Blütenblätter dieser Blume können aufgebrüht werden, um ein Gegenmittel für Dendras Miasma herzustellen. Aha. Ein tödliches Gift, welches das Blut langsam schwarz färbt und dann in einen schmerzvollen Tod endet. Warum braucht sie das? Verströmt einen berauschenden Duft, der dem von Salomons Zepter ähnelt. Ja, toll. Da ist die Beschreibung ja wieder besonders prägnant. Das kann es nicht sein. Das hat auch wieder hier so Dinger. Eher nicht, oder? Unangenehmer Geruch. Ne. Oder das? Starkes und süßes Aroma. Was war das Salomons Ding? Süß riechen. Ja. Könnte. Ältestensporn.
Oh ja, das könnte das sein, oder? Kommt ungefähr hin. Also halt weiter offen und mehr Zeug. Probier den mal. Gut. Grace Enright. Meine Mutter hat sich gerne mit Pflanzen beschäftigt. Ich habe das hier bei ihren Sachen gefunden. Güldenlicht, das ist eine Pflanze, oder? Ich bin mir aber nicht sicher, was Lange Mac heißen könnte. Ist das auch eine Pflanze? Naja, jedenfalls dachte ich, dass du sie haben solltest, nur für den Fall, dass sie hilfreich sein könnte. Sie liebte diesen Laden. Oh, wie nett. Güldenlicht, Start bei Lange Mac. S3O2. Gucken wir mal. Ja, das könnte entweder ein Berg oder ein Fluss sein. Habe aber jetzt noch nichts gesehen, was das wie Lange Mac heißt. Nee. S3O2. Gibt's gar nicht auf der Karte, oder? Süden 3, Osten 2 wahrscheinlich. Aber wo ist die Lange Mac? Machen wir noch mal groß. Ob wir die finden noch? Ach je. Ravenglass, Hootle, Blackcomb, Havenrig, Foxfield, Twinside. Nee. Lowood. Checks, Rake, Dungeon Call. River Craig, River Leven, Backborough, Kirkhead Tower, Etop, Arnside, Winster. Nee. Weiß auch nicht, was Lange Mac bedeutet. Dann müssen wir das vielleicht noch mal offen lassen. Oder ist das die Lange Mac? Wohl eher nicht. Das wäre auch im Wasser. Darf man im, aber im Wasser darf man auch gucken, oder? Ah, nee. Man darf den Reich nicht betreten. Naja, gut. Dann belassen wir es mal dabei und machen dann wieder mal in der nächsten Folge die Rätsel.